Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Sword Art Online Integral Factor. Ich freue mich ganz herzlich, dass ihr auch wieder bei dieser neuen Episode eingeschaltet habt. In der letzten Episode haben wir mit Teil 3 weitergemacht von meiner Sword Art Online Fangeschichte. In dieser Episode wollen wir weitermachen mit Teil 4. Ja, wir bewegen uns hier weiterhin auf dieser Ebene und haben natürlich vor, sie weiterhin zu komplettieren. Sobald wir irgendwann mit dieser Ebene fertig sind, werden wir natürlich auch zusammen den Ebenenboss machen und dann halt natürlich wie immer als Live-Commentary. Ja, also ich wünsche euch jedenfalls jetzt viel Spaß mit Teil 4. Und jetzt wurde sie als das Böse in Person hingestellt. Warum? Stellte ich mir ständig die Frage. Warum ist das passiert? Wie konnte ich mich in ihr so stark täuschen? Ich glaubte, die Person zu kennen, welche hinter der Spielerin Koharu steckte. Zwar sprachen wir nie direkt über das echte Leben, denn dies war in SAO verboten, aber trotzdem dachte ich, ich kannte sie. Doch damit lag ich scheinbar komplett daneben. Es verging ungefähr 3 bis 4 Tage, wo ich nur in meinem Bett mich hin und her wälzte. Ich dachte auch für einen kurzen Moment an Selbstmord, aber irgendwas in mir war da, das mich daran hinderte, dies auch durchzuziehen. Mittlerweile waren es schon hunderte Nachrichten, die sich in meinem Postfach auffinden lassen konnten. Ich klickte keine dieser Nachrichten jemals an. Ich schaute nur, ob vielleicht eine von Koharu dabei sei. Nach ungefähr 5 Tagen wurde heftig an meine Tür geklopft. Ich ignorierte es, wie sonst auch eigentlich. Ich wusste, dass die Tür von keinem Spieler geöffnet werden konnte. Dies war nämlich einfach völlig unmöglich in diesem Spiel. Man hatte immer genug Privatsphäre für sich. So konnte ein zum Beispiel Perverser ein Mädchen nie vergewaltigen oder sonst irgendwelche Sachen mit ihr anstellen. Das Zuhause war der sicherste Ort des Spielers. Doch dieses Mal war es anders, denn tatsächlich ging die Tür kaputt. Ich verstand nicht, wieso jetzt plötzlich die Tür kaputt ging. Dies sollte doch eigentlich nicht möglich sein. Ich schaute verdutzt zur Tür. Welche Person sollte dieses Kunststück gelungen sein, die Tür tatsächlich kaputt zu machen? Aufgrund der Explosion gab es eine riesige Staubwolke, welche sich nur langsam lichtete, und langsam erkannte ich die Person. Eine Person in einer goldenen Rüstung mit blauen, starken Augen und lange blonde Haare. Es gab nur eine Person, welche zu dieser Beschreibung passte. Es war Alice. Sie und Yu-Gi-Oh! Tauchten ab und zu auf, um uns zu helfen. Sie waren immer nur sehr kurz da, auch wenn ihr Auftreten rein zufällig war. Sie waren sehr mysteriös. Es war nicht genau klar, ob sie Spieler waren. Deswegen war es klar, wenn jemand die Tür hätte öffnen können, dann einer der beiden. Doch sie war nicht allein. Hinter ihr erkannte ich all die anderen. Kirito, Asuna, Shinon, Leafa, Yuki, Aegil, Klein, Sachir und alle anderen waren dort. Alice steckte das Schwert wieder zurück in die Scheide und schaute mich kurz an. Ich wusste, dass Alice und Koharu sich sehr nahe standen. Sie waren beide beste Freunde geworden. Ich schaute Alice verblüfft an, als plötzlich Tränen über ihre Wangen liefen. Sonst war sie doch immer so stark gewesen. Doch jetzt weinte sie. Nachdem sie anfing mit Weinen, stürmte sie auf mich zu und ihre stählerne Rüstung verschwand und sie stand nur noch in normaler Kleidung da und umarmte mich. Sie drückte mich sehr fest an sich. Sonst war diese Person immer eine Person, die vor anderen Leuten Abstand hielt. Doch dieses Mal standen wir uns näher als jemals zuvor. Ich spürte ihre Trauer über den Verrat von Koharu. Ich entschloss,
weiterhin aber nicht zu weinen. Nach einigen Minuten ließ sie mich los und fragte mich, wieso ich nicht weinen würde. Denn schließlich wäre es doch in Ordnung, nach dem, was passiert ist. Doch ich schaute sie nicht einmal an und meinte, das wäre jetzt auch egal. Denn schließlich habe Koharu mich verraten, benutzt und belogen. Ich sprach Worte, die ich niemals dachte, über sie zu sagen. Koharu ist eine falsche Schlange. Dabei stößte Alice mich von ihr weg. Alice war jetzt sauer und schrie mich an, was ich mich denn bei dieser Aussage denken würde. Ich versuchte ihr klarzumachen, dass das Beenden des Spieles mir jetzt egal sei und mir es egal sei, was jetzt aus Koharu werden würde und dass sie für mich gestorben sei. Es schmerzte mich innerlich, diese Worte zu sagen. Auch Alice verletzten diese Worte und sie schlug mir mit der flachen Hand genau ins Gesicht. Sie schrie mich weiter an, dabei weinte sie bitterlich. Normalerweise hätte ich Alice versucht zu unterstützen und sie aufzumuntern, doch dieses Mal war es mir irgendwie egal. Im Hintergrund bekam ich mit, wie Asuna mit Gewalt ebenfalls versucht, in das Haus zu kommen. Bisher hatte es Kirito erfolgreich geschafft, sie dabei zu hindern, doch Asuna konnte man nicht mehr aufhalten. Sie stieß Kirito zur Seite, lief vorsichtig an der weinenden Alice vorbei und stand nun direkt vor mir. Asuna galt als die stärkste Frau in ganz SAO. Sie holte aus und schlug mich mit der Faust mit voller Wucht. Der Aufprall war so hart, dass ich zu Boden geschleudert wurde. Ich versuchte mich nach dem Schlag zu erholen und blickte zu ihr auf. Ich kannte Asuna schon sehr lange und wir haben zu viert auch sehr viele Dinge erlebt. Aber diesen Blick von Asuna hatte ich bisher noch nie gesehen. Es war eine Mischung aus Wut und Trauer. Sie brüllte mich an, was mit mir denn los sei, dass mich sowas aus der Bahn werfen würde. Sie schrie mich an, dass sie gegen mich kämpfen will. In einer Stunde im Stadion, wo damals Kirito und Heathcliff kämpften. Sie sagte zu mir, ich solle erscheinen. Sollte sie gewinnen, soll ich weinen und mit der Sache fertig werden. Sollte ich gewinnen, würden sie mich alle endgültig in Ruhe lassen. Nachdem sie das sagte, nahm sie Alice bei der Hand und verließ mein Zuhause. Alle anderen waren auch kurze Zeit später weg. Die Tür regenerierte sich und war erneut wieder da. Ich überlegte, ob ich wirklich mich auf diese Sache eingehen soll. Doch für mich war klar, ich werde versuchen, mit aller Kraft zu kämpfen und um zu gewinnen. Denn wenn ich gewinnen würde, hätte ich meine Ruhe vor allen anderen und sie würden mich nicht ständig mehr belästigen. Das waren meine Gedanken, die ich damals hatte. Ich wollte einfach nur mit dem Schmerz allein sein. So packte ich alle Sachen zusammen und bereitete mich für den Kampf gegen Asuna vor. Es war das allererste Kräftemessen mit ihr. Ich wusste, dass Asuna und Koharu ebenfalls beste Freundinnen waren. Auch sie verstanden sich unfassbar gut. Koharu erzählte immer beim Essen, welche tollen Sachen sie mit Asuna am Tag zuvor erlebt hatte. Dabei ging es meistens um Shoppen, aber dennoch war Koharu glücklich, so eine tolle Freundin wie sie zu haben. Und Asuna ging es nicht anders. Es war ein Gefühl der Normalität, wenn sie übers Shoppen mit Asuna sprach. In diesem Moment war Koharu einfach nur ein normales Mädchen, was mit ihrer Freundin shoppen war. In solchen Momenten gab es keine Angst vorm Tod. Und es war normal. In dieser Welt fühlte sich alles, was normal an, richtig und gut an. Dadurch, dass ich mich mit Kirito extrem gut verstanden hatte, machten wir sehr viele Dinge zu viert. Auch wenn Asuna aufgrund ihrer Vizekommandantschaft oft beschäftigt war, so fanden wir vier doch immer Zeit füreinander.
Auch diese Sache fühlte sich normal an. Vier Freunde, die zusammen Spaß hatten. So ging ich auf die Ebene, wo nur ein riesiges, großes Stadion sich befand. Dieses riesige Kolosseum erinnerte mich immer wieder an die Geschichte der alten Römer und ihre Festspiele oder an die Griechen. Damals, als sich hier Kirito und Heathcliff gegenüberstanden, war das Stadion restlos ausverkauft. Doch heute war das Stadion leer. Asuna sorgte dafür, dass dies auch so blieb. Es sollte ein 1 vs. 1 werden. Nur ich und Asuna und niemand anderes sonst. Ich bereitete mich auf den im Aufenthaltsraum vor und checkte nochmal meine Ausrüstung. Ob alles noch da war, wo ich es brauchte. Nachdem ich mich sicher gefühlt hatte, betrat ich das riesige, leere Stadion. Asuna stand inmitten des Stadions. Zu einem Hallo oder Hey kam es gar nicht. Wir blickten uns einander nur kurz ins Gesicht. In Asunas Gesicht war pure Konzentration zu sehen. Ich bereitete mich auf einen schweren Kampf vor. Kurz nachdem ich Asuna gegenüberstand, kam auch schon die Kampfnachricht von ihr aufgeploppt. Ein 1 vs. 1 Duell. Sieger sollte derjenige sein, der den ersten Treffer setzt. Natürlich war es kein Kampf um Leben und Tod, denn schließlich ging es hier nur darum, um meine Meinung zu klären und nicht um seinen schlimmsten Albtraum zu besiegen. So, liebe Freunde, das war es jetzt auch erstmal mit Teil 4. Ich hoffe, dass ihr dann auch nächste Folge wieder einschaltet bei Teil 5. Sollte natürlich nichts irgendwas Unerwartetes passieren in Sachen Sword Art Online. Sachen bei Sword Art Online Integral Factor geht es dann nächste Woche weiter. Wie immer am Donnerstag um 16 Uhr geht es dann, wie gesagt, weiter mit Sword Art Online Integral Factor, meiner Fanstory. Mit Teil 5. Ihr könnt ihr mal gerne in den Kommentaren schreiben, was hattet ihr momentan so von meiner Story? Ist ja jetzt momentan schon eine Weile die Story, die hier läuft. Also schreibt mir mal gerne eure Meinung. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann und ciao, euer Flui.